Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und der nächste Vorschlag ist reingekommen. Heute gucken wir uns YouTube-Kacke Detlef hat heftigen Durchfall. Warum gucke ich eigentlich immer sowas an? Detlef hat einen heftigen Durchfall, das ist schön für ihn. Und ich muss euch auch mal ganz kurz eine witzige Real-Life-Story, die ist ganz kurz, erzählen. Und zwar, ich war heute bei meiner Ärztin. Und ich war Ende November zuletzt bei meiner Ärztin und hat sie mich auch schon gewogen und da habe ich 85 Kilo gewogen. Und heute sagt die so zu mir, stellen Sie sich mal bitte auf die Waage. Ich so, ja, okay, ne, kein Problem. Auf einmal sagt die so, 95 Kilo. Ich so, was? Ich habe das zuerst gar nicht, so realisiert. Ich habe zuerst 85 verstanden. Habe ich so gesagt, wie bitte? Ja, sie wiegen 95 Kilo. Ich so. Und da habe ich so gar so witzig gesagt, haben sie mich gerade fett genannt, also weil es eine echt übel sympathische, nette Ärztin ist und mit der kann man wirklich jeden Witz machen. Und so, nee, wirklich, steht doch hier. Und ich so, what the fuck. Also ich weiß nicht, wie man sowas schafft, aber irgendwie habe ich das geschafft, fast in einem Monat 10 Kilo zuzunehmen. Aber naja, gut. Ja. Ist halt so. Ist alles. Es ist halt, ne, ja. Warnung, das nachfolgende Video in ganz die Liebe. Mit Lautstärke. Ah, nee. Ah, nee, sowas hab ich ja. Fitness, dance, fans. Weil das Geile ist, das sieht halt so geil geschnitten aus. Man denkt so, der macht das halt wirklich, ne? Und die zwei Frauen stehen dahinter so, oh ja, der hat Ahnung, der ist zwar ein bisschen verrückt und der hat zwar einen an der Klatsche, aber der hat Ahnung. Formel, Mormel, Aua, 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 Kraft und Bewegungsattraktivität, die wichtig ist, das umgeben, Kraft und Bewegungsattraktivität, Kraft, hauen wir jetzt richtig rein, der einen mit unserem Fitness-Dance-Workout, na Mann. Out. Number one. Also, seid ihr bereit? Nein. Ich bin. Sabrina? Okay. Mir hat gar keinen Bock. Okay, gut. Lass uns losgehen. Acht. 5, 6, 7, 8. Wechsel und. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Ich bin fett. Wechsel, ne? 95 Kilo. Wechsel und. Das Krasse ist ja, ne, der Tanz ist ja gar nicht geschnitten. Ich frage mich halt gerade nur, ob der schneller gemacht wurde, aber das ist auch irgendwie schon ein bisschen so. Ja. Also entweder die zwei Mädels haben sehr viel Geld bekommen, dass sie bei den Scheiß mitmachen, oder die glauben wirklich, dass es irgendwie toll ist. So, ne? Also weil ich kann euch auch hier zeigen, so, und wechseln, ey! Und dann wieder wechseln. So, ne? Und vielleicht kann ich dadurch dann auch Funde verlieren und viel Geld verdienen. Und einmal jede Seite. Gleich nochmal. Ja. Gleich nochmal. Der Lumen-Effekt, ich liebe die Lumen-Effekte. Und das, was sie gerade gemacht hat, die linke, das ist nicht geschnitten, ne? Also guckt euch mal bitte nochmal die linke an, ne? Das ist nicht geschnitten. Also auch nicht schneller gemacht oder so. Sie macht ihr eigenes Ding. Auf richtig rein. Und hinten. Nochmal hinten. 6, 7, 8. One time. Wisst ihr, was jetzt voll lustig wäre, wenn man jetzt Disco-Lichter mit einfügen würde? Das wäre so geil, wenn man jetzt hier so an der Seite so Disco-Lichter oder so eine Disco-Kugel und dann den Detlef so eine Perücke gibt, ne? Und wenn er dann so macht. Nein.
Oh, Alter, ich weiß, dass die rein. Oh, ja. Nein. Nein. Wow, ich weiß, das strengt an, oder? Habt ihr das gesehen? Können wir es nochmal durchziehen? Durchziehen? Wie sieht's mit dir aus, Samuel? Hey? Samuel, wie sieht's mit dir aus? Bring sie doch jetzt hier aus dem Rhythmus, Mensch. Samuel. Die reitet ein Pony gerade. Disconnect. Okay. Ini. Ini, Ini. Okay. Aber das Geile ist, ich könnte ja noch nicht mal da mitmachen, weil ich würde überspitzen. Ich würde, also erstmal, erster Punkt ist, ne, ich würde erstmal nach 5 Minuten sagen, hey, ich hab keinen Bock mehr, mach mal alleine. Und zweitens, wenn ich mich so anstrengen muss, ja, das ist für mich anstrengend, dann würde ich erstmal so übel schwitzen. Ich würde dann einfach rausgehen und sagen, jo, lasst mich Ruhe, behalte euer Geld hier für den Scheiß. Ich hab keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Wer hat das gesagt? Der liebe Cartman von South Park. Hands up! Macht euch locker, denkt dran, immer mit Spaß. Saß. Woo. Woo. Gleich geht's los. Los. Passt auf. And we go 5, 6, 7, 8. Let's go. Wow. One time. Also ich weiß, ich habe auch ein paar jüngere Zuschauer, wie erkläre ich das? Also wenn man einen Partner hat, kann das sein, dass da was passiert mit dem Partner. Und so sieht's halt aus, dass man halt so, ne, übt halt ohne Partner. Ne? Lasst von euren Eltern erklären, das Kind kommt trotzdem von Storch. Ich warte immer noch drauf, ne, wo mein Plug endlich ist. Ne? Also habe ich eigentlich bei Amazon vor einem Monat bestellt und das Kind ist immer noch nicht da. Ich liebe Lupeneffekte, ich weiß nicht wieso. Hallo und herzlich willkommen in der Body Change Fifth Family. Heute geht's wieder weiter mit sexy und interessanten Tipps für deinen Körper, für deine schlanke Figur. Ich bin schlank, nenn mich nie fett. Das, was wir heute machen, ist der Araber, nicht der Araber von dem Taliban, der macht der Alawa, sondern der Araber bei uns. Snunz, der trainiert die Beine, aber gleichzeitig. Aber guck mal, Bill. Beansprucht nur 80% meiner Muskeln. Also meine Muskeln sind gerade unter so einer fetten Fettschicht. Da brauche ich eine Übung, die 100%. Also nee, das geht nicht. 80% reichen mir nicht. Der trainiert die Beine. Was werden, wenn ich mit 80% durchs Leben gehe? Ja, ja. Also ich arbeite heute nur mit 80%. So 20% habe ich keinen Bock, aber 80%. Das ist einfach... Ihr müsst immer 100.000% geben. Egal wo, beim Sport, bei euren Zielen, immer 100.000% hier. 80%, also. Aber gleichzeitig den flachen, sexy Kork und die schlanke Fosse. Okay, wir gehen mal auf den Boden zusammen. Nein, mache ich nicht. Tut mir leid. Das war's. So, legst dich hin. Nein. Wichtig hierbei ist, achte darauf, dass der untere Arsch möglichst immer den Boden berührt. Also nicht, sondern der untere Rücken kann auch entzücken und berührt den Boden. Okay? Dann nimmst du die Arme hier an die Seite. Nein, mache ich nicht. Die Schultern sind etwas abgehoben vom Boden. Der Blick geht nach oben, nicht dahin, okay, sondern nach oben. Du ziehst ein Bein an. Das ist nein. An. Das andere machst du gerade und dann scheißt du ganz langsam.
Wenn du verstärken willst, nimmst du die Arme mit. Geil. Du wirst sehr schnell bei den ersten Wiederholungen merken, wie viel Power in deinen Arsch und in die Taille kommen. Und ganz ehrlich, ehrlich, man kann sich natürlich darüber streiten, ob man so große Eier haben will oder kleine, feine, schlanke. Das unterscheidet sich teilweise von Mann zu Mann, aber ein schlanker, flacher Kork und eine sexy Fosse, das wollen wir eigentlich alle. Für diejenigen, die am Anfang sind, mach vielleicht 2x2 Sekunden. Für diejenigen, die 2x2 Sekunden, noch nicht mal das würde ich schaffen. 3x3 Minuten. Probier es aus und tu was für dich, okay? In diesem Sinne. Du willst ein Buch, du liest das Buch, du willst ein Buch, du liest das Buch, du willst ein Buch, du liest das Buch. Du willst ein Buch, du liest das Buch, du willst ein Buch, du liest das Buch, du willst ein Buch, du liest das Buch. Ich weiß ja nicht, was das Lied ausdrücken möchte, dass wir die Bücher verbrennen sollen, denke ich mal. Ich fand die YouTube-Kacke echt geil. Was mir wirklich gefällt hat, ist zum Beispiel hier wirklich so Disco-Licht, wäre richtig cool, wäre richtig cool gewesen. Disco-Licht und dann so eine Perücke für Detlef und der macht da so, So, ne? So, so. Gut, dann nicht. Ich meine ja nur, muss ja nicht unbedingt sein, aber, ne? Kann man machen. Ist ja nur, ne, so eine Idee von mir gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und gibt immer mehr als 80%, ne? Vergesst es nicht.